Herzlich willkommen zu einem neuen Codex-Eintrag. Ja, da haben wir nämlich noch einen neuen vom letzten Mal. Und den wollen wir uns doch gleich mal anschauen. Oh, wieder Außerirdische, nicht Ratsvölker. Auch die Hanar sind ein Zitadellvolk und zudem für ihre ausgeprägte Höflichkeit bekannt. Sie pflegen eine penibel präzise Sprachführung und empfinden unangemessene Sprache als Beleidigung. Bevor Hanar mit Vertretern anderer Völker Kontakt aufnehmen, unterziehen sie sich einer speziellen Schulung, damit sie es verlernen, für sie unangemessene Sprache als Beleidigung zu empfinden. Mit ihrem Kontaktnamen stellen sie sich Unbekannten vor. Der Gebrauch des Seelennamens ist engen Freunden und Verwandten vorbehalten. Hanar sprechen von sich selbst niemals in der ersten Person, wenn sie sich mit jemandem unterhalten, der sie nur mit dem Kontaktnamen kennt. Dies wird von ihnen als geltungsbedürftig erachtet. Stattdessen sprechen sie von sich selbst als diese Person oder einfach dieser. Ihre Heimatwelt, Kajay, ist zu 90% von Ozeanen bedeckt und umrundet einen energiespendenden weißen Zwergstern. Dadurch ist der Planet immerzu von einer Wolkendecke bedeckt. Aufgrund der proteanischen Ruinen auf Kajay verehren viele Hanar die Proteaner. Die Hanar glauben, dass dieses Urvolk ihnen die Sprache geschenkt und damit den Grundstein für ihre Zivilisation gelegt habe. Wie ich es, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt habe, die Hanar sind ein ziemlich cooles Volk irgendwie. Oh, wir haben immer noch was, sehe ich gerade. Ja, wahrscheinlich sekundär, oder? Ja. Den schauen wir ja nicht an. So, dann schauen wir mal, ob wir noch was anderes finden. Zum Einkaufen. Geht's da hinten noch hoch? Tatsache, da geht's noch hoch. Da haben wir nichts. Da haben wir aber nirgends was. Naja, gut. Dann geht's wieder runter. Und anscheinend gibt's wirklich nur die Hanar hier. Naja, gut. Die Lizenz haben wir ja erworben, das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Was sind wir hier? Wir stehen vor einer Bank. Na gut, dann wollen wir mal die Bank betreten. Balafon. Na, dann schauen wir mal, was der Volus mit uns zu bereden hat. Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan? Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Die Legende, wie sie die Tragödie von Akuse überlebt haben, ist ganz erstaunlich. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Balafon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so Berühmtes auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Dabei finde ich gar nicht, dass wir eigentlich berühmt sind. Naja, gut. Wie ist das Leben hier auf Zitadelle? Diese Station ist zweifelsohne das größte Wunder der Galaxie. Sie ist ein technologisches Wunder, aber die Schönheit liegt nicht nur in den Schutzhüllen und Antriebsmotoren. Vom Präsidium bis zu den Zivilbezirken. Die ganze Station ist Zeugnis des Erfolgs des Rates. Alle Spezies im Zitadellsektor leben in einer einzigen starken Gemeinschaft zusammen. Was ist so Besonderes am Präsidium? Es ist das politische Zentrum des Zitadellsektors. 80% aller intelligenten Spezies der uns bekannten Galaxie erkennen die Autorität der Zitadelle in interstellaren Fragen an. Aber nur die mächtigsten und einflussreichsten Völker haben ihre Botschaften hier im Präsidium. Diese Ebene der Station ist für die Elite reserviert. Shepard, für Leute wie uns. Was gibt's noch über die Bezirke zu sagen? Wie sieht es in den Zivilbezirken aus? Sagen? Sie sind das kulturelle Herz der Galaxie. Die Bezirke pulsieren vor Leben. Dort halten sich Millionen Bürger der verschiedenen Spezies auf. Man weiß nie, was einen in diesen Bezirken erwartet, Commander.
Sie sind voller Überraschungen. Die meisten allerdings angenehmer Art. Haben wir noch ein paar persönliche Fragen? Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf Dutzende interstellarer Wirtschaftssysteme. Ich bin ein Experte für all die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Diskret und effizient. Das ist mein Motto. Und legal? Klingt eher nach schmutzigen Geschäften. Alle meine Geschäftsaktivitäten orientieren sich natürlich an gültigen interstellaren Gesetzen. Dennoch wünschen einige meiner Kunden, ihre Geschäfte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu tätigen. Ein Hanar-Botschafter hat zum Beispiel einmal einen Antrag auf Reduzierung der Importsteuern auf Hanar-Güter beim Rat eingereicht. Was für einen Eindruck hätte es gemacht, wenn bekannt geworden wäre, dass er Anteile an einer Hanar-Exportgesellschaft hätte. Auch wenn seine wahren Motive waren, seinen Leuten helfen zu wollen, wäre er in Verdacht geraten, sich durch einen positiven Antragsbescheid persönlich bereichern zu wollen. Also habe ich seine Geschäfte im Stillen verwaltet. Ich bin mir nicht so sicher. Klingt für mich immer noch nach schmutzigen Geschäften. Dann wollen wir hoffen, dass Sie niemals ein so großes Vermögen zu verwalten haben, dass Sie meine Dienste benötigen. Ich muss jetzt gehen. Ich denke... Auf Wiedersehen, Commander. Das sollten wir wirklich machen. Codex, was haben wir? Nur sekundär. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Hier geht's zum Taxi. Ja. Die stehen anders drin. Das heißt, wir haben noch dieses Gebiet hier zu erkunden. Zitadellturm, Taxi und Bezirkszugang. Zu den Bezirken kommen wir aber noch nicht. Da gibt's auch niemanden, mit dem wir reden können. Da oben waren wir ja schon eigentlich. Ja, da brauchen wir eigentlich nicht mehr hochzugehen. Ich denke nicht, dass da noch was, dass es da noch was gibt. Da gibt es wieder ein Taxi und hier geht's zu den Bezirken. Den wir, glaube ich, aber nicht hinkommen. Ja, die Tür ist gleich verschlossen. Rotes Zeichen heißt, glaube ich, verschlossen. Da müssen wir erstmal mit dem Rat reden. Aber sehr idyllisch hier, oder? Also, mir gefällt es. Was tut es? Bitte stören Sie die Keeper nicht. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Ich will es doch nur anschauen. Stören Sie die Keeper nicht. Es ist sehr friedlich hier. Dieser Ort ist ein wenig zu perfekt. Als ob sie was verbergen. Vielleicht können wir mit Avina Willkommen über die Keeper reden. Präsidium Tourismus Terminal 2. Sie befinden sich gerade am Fuß des Zitadellturms, einem der bedeutendsten und bekanntesten Bauwerke des Präsidiums. Hinter mir sehen Sie das spektakuläre Portalmonument. Ein Maßstabmodell eines proteanischen Massenportals. Zu Ihrer Linken sehen Sie, wie einer der Keeper, die Verwalter von Zitadell, ein Steuerfeld bedient. Sie werden vielleicht noch mehr Keeper bei der Ausführung diverser Tätigkeiten auf Zitadell beobachten können. Wir müssen Sie aber bitten, die Keeper nicht bei der Arbeit zu stören. Die Keeper sorgen für den störungsfreien Betrieb von Zitadell. Das Abhalten der Keeper von ihren Tätigkeiten zieht harte Strafen wie Gefängnisstrafen und Rehabilitationsmaßnahmen nach sich. Pfui. Das ist heftig. Da haben wir dann noch ein paar Sachen zu reden. Erzählen Sie mir mehr über das Portalmonument. Die Asari haben die Zitadelle als erste entdeckt.
Das Portalmonument ist eines der interessantesten und umstrittensten Bauwerke der Zitadelle. Was hat denn dieses Kunstwerk zu bedeuten? Vielleicht ist es nur eine Erinnerung an die proteanische Eitelkeit. Und daran, dass die Galaxie mit Hilfe der Massenportale erobert wurde? Oder vielleicht ist es ein Symbol der Einheit. Eine proteanische Vorhersehung, dass die Völker der Galaxie mit Hilfe der Massenportale hier zusammenfinden würden. Es gibt keine gesicherten Fakten darüber. Deswegen beschäftigen sich viele Akademiker und Historiker mit diesem Portalmonument. Dann haben wir erzählen den Zitadellturm. Von diesem Zitadellturm. Er beherbergt die Ratskammern und die Zitadellkontrolle und ist eines der wichtigsten Gebäude auf der Station. Zugang zu diesen Bereichen wird nur Personen mit autorisierter Berechtigung gewährt. Was passiert in der Zitadellkontrolle? Die Zitadellkontrolle verwaltet alle ein- und ausgehenden Transitflüge. Alle Schiffe im Umkreis von 2000 Kilometern der Zitadelle unterstehen der Zitadellkontrolle. In Spitzenzeiten werden manchmal mehr als 1000 Schiffe verwaltet. Das ist, glaube ich, auch relativ viel. Ich möchte mehr über die Ratskammern erfahren. In diesem höchsten Raum des Turms führt der Rat seine Geschäfte mit weitreichenden Entscheidungen für die gesamte galaktische Gemeinschaft. Die Ratskammern sind ein wahrhaft beeindruckender Anblick. Allerdings können nur wenige sie persönlich bewundern. Dort haben für gewöhnlich nur Ratsmitglieder, Botschafter, hochrangige Offizielle und die verschiedenen Assistenten Zutritt. Wie kann man mit dem Rat Kontakt aufnehmen? Durchschnittliche Bürger müssen die ausgewiesenen Kanäle kontaktieren, wenn sie eine Anhörung vor dem Rat wünschen. Dies wird in aller Regel durch die zuständigen Botschafter vermittelt. Aber nur wenigen wurde bisher Zugang zu den Ratskammern selbst gewährt. In aller Regel vertreten die jeweiligen Botschafter die Interessen ihrer Bürger. Ich habe mir einen Termin beim Rat geben lassen. Nur eine Handvoll Besucher von Zitadelle wurde dieses Privileg bis heute eingeräumt. Wenn es nicht außerhalb meiner Programmierung läge, wäre ich jetzt neidisch. Dann haben wir noch den Keeper. Über diese Verwalter von Zitadelle ist nur wenig bekannt. Aber bei der Wartung und Steuerung der ganzen Station spielen sie eine entscheidende Rolle. Laut der Zitadellbestimmungen dürfen die Keeper bei der Ausführung ihrer Arbeit niemals gestört werden. Wer diese Bestimmung missachtet, muss mit harten Strafen rechnen. Keeper sind in allen Sektionen von Zitadelle anzutreffen, aber die meisten halten sich im Turm oder dessen Umgebung auf. Gibt es einen besonderen Grund dafür, dass hier so viele Keeper sind? Die Keeper kommunizieren nicht mit anderen Lebewesen. Man geht aber davon aus, dass das Hauptsteuerzentrum der Zitadelle sich im Turm befindet. Viele Systeme der Station, wie die Navigation und die Lebenserhaltung, arbeiten automatisch. Es wird angenommen, dass die Keeper diese Systeme von dem nicht zugänglichen Kern des Turms aus steuern. Die Keeper zeigen sich auch häufiger bei Sitzungen der Ratskammer, doch meist sieht es so aus, als würden sie dort nur auf dem Weg zu einem anderen Ziel vorbeikommen. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir haben eine Avina haben wir vergessen, und zwar hier unten. Die hat uns wahrscheinlich auch noch was zu sagen. Ich glaube, zu der gehe ich nachher auch noch mal kurz vorbei. Achso, aber wir haben, glaube ich, einen neuen Codex-Eintrag. Die Elko. Als die Asari die Zitadelle entdeckten, trafen sie auf die Keeper. Ein fügsames und vielgliedriges Insektoidenvolk, dessen einzige Bestimmung die Wartung und Reparatur der großen proteanischen Station zu sein scheint. Frühere Versuche, mit den Keepern zu kommunizieren oder sie zu untersuchen, schlugen fehl. Heutzutage gilt es als illegal, mit ihnen in Kontakt zu treten oder sie in ihren Aktivitäten zu stören. Weil sie absolut keine Gefahr darstellen, werden die Keeper von den anderen Völkern fast überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ihrerseits scheinen die Keeper kein Interesse an anderen Lebewesen zu zeigen. Nur gelegentlich helfen sie Neuankömmlingen auf der Zitadelle, sich zu integrieren. Die Keeper können durch Überalterung, Gewalt oder Unfälle sterben. Aber ihre Bevölkerungszahl bleibt immer konstant. Wie sich die Keeper vermehren, wurde noch nicht entdeckt. Aber es gibt Theorien, dass sie genetische Konstrukte sind. Biologische Androiden, die irgendwo tief im unerreichbaren Zitadellkern erschaffen werden. Das könnte gut sein, da ja immer eine gewisse Anzahl da ist und nie mehr und nie weniger. Massenportale sind von den Proteanern entwickelte Technologien, die allen anderen bis jetzt entwickelten Technologien überlegen sind.
Diese riesigen Strukturen sind über die ganze Galaxie verstreut und können massenfreie Korridore erzeugen und damit zeitverlustfreie Reisen zwischen Zielorten ermöglichen, für die Raumschiffe nur mit dem konventionellen ÜLG-Antrieb Jahre bräuchten. Über Primärportale können Raumschiffe über tausende von Lichtjahren versetzt werden, auch von einem zum anderen Spiralarm einer Galaxie. Sie stellen feststehende 1-zu-1-Verbindungen dar. Primärportale sind ausschließlich mit jeweils einem anderen Primärportal verbunden. Über Sekundärportale können Raumschiffe nur über hunderte Lichtjahre versetzt werden. Allerdings können die Raumschiffe über die Sekundärportale in verschiedene Richtungen navigieren und alle Ziele in Reichweite anfliegen. Es existiert noch eine große Zahl Primärportale, deren Korrespondenzstationen noch nicht erforscht wurden. Sie werden erst dann aktiviert, wenn das Zielgebiet bekannt ist. Die fortschrittlicheren Zivilisationen sehen davon ab, Weltraumtore zu öffnen, solange das Risiko besteht, dass sich dahinter mächtige Feinde verbergen könnten. Ja, das Risiko besteht, denke ich, immer. So, zu der anderen Avina gehen wir aber jetzt erstmal nicht. Hätte ich gesagt. Da ist der Weg ein bisschen arg lang. Da haben wir das. Ja, Kaiden. Macht jemand dieses tiefe Brummen? Offenbar kommt es von der Statue. Davon bekommt man ja Zahnschmerzen. Dann sollten wir uns nicht so lange da noch aufhalten, denke ich mal. Kunst bedeutet mir normalerweise nicht sehr viel, aber diese Portalstatue gefällt mir. Das sind klein fürs Quartier in der Normandie. Naja, gehen wir mal zum Rad hoch. Und natürlich darf die Fahrstuhlmusik nicht fehlen. Stellen, oder? Das bezweifle ich. Wir haben unsere Berichte angefertigt. Nun müssen wir Botschafter Odina nur noch vertrauen. Nein, das müssen wir nicht, Sir. Dum, da, dum, da, dum. Das immer. Dann schauen wir doch mal kurz auf die Karte. Jo, viel zu tun gibt's ja anscheinend nicht. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit, halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Einen von den beiden kennen wir ja. Commander Shepard? Garus Vakarian. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit Ermittlung gegen Saren. Irgendwas gefunden, was ich wissen sollte? Saren ist ein Spectre. Die meisten seiner Taten sind geheim. Ich habe nichts Konkretes. Aber ich weiß, dass er was plant. Wie ihr Menschen sagt, ich hab's im Urin. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Viel Glück, Shepard. Vielleicht hören sie ihnen zu. Ja, sie das bezweifle ich mal. Nicht warten lassen. Wo haben wir Palin? Oder wie er hieß? Er scheint weggegangen zu sein. Na gut, dann gehen wir mal die Treppe hier hoch. Und schauen mal, ob wir da noch irgendwas finden zu machen. Außer beim Rad vorstehen, meine ich. Das ist lächerlich. Die Volus werden dem Rat ewig nicht beitreten. Da bin ich mir nicht so sicher. Die Menschen machen mächtig Druck. Ich wette, die Volus werden sich direkt an ihre Fersen heften, wenn sie es schaffen. Strategisch schlau, die Menschen beitreten zu lassen. Aber die Volus? Nein. Die Hanar sind die Nächsten. Danach die Elkor.
Sie haben vielleicht recht. Aber erst müssen sich die Hana ein bisschen locker machen. Sie mögen sie ja nur nicht, weil sie sie nicht richtig verstehen. Hm. Interessant. Deswegen will ich auch erstmal die ganzen Gänge hier abgehen, bevor wir da hoch zum Rad gehen. Man kriegt doch schon einiges mit. So, eine Kurve genommen. Da haben wir nochmal ein Taxi. Geht nur das Präsidium und da wollen wir ja nicht hin. Das sind wir ja eigentlich auch schon. Dann gibt's, glaube ich, auch nichts mehr. Nö. Ja, gut. Nein. Oh. Ich warte darauf, mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Da haben wir jemanden zum Reden. Commander? Commander? Hm. Der aber auch nicht viel zu sagen hat. Naja, vielleicht später. Nein, ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Commander? Wenn wir vom Rad zurückkommen, vielleicht. Ah, da ist Anderson. Mit dem können wir bestimmt reden. Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der, der die Zerstörung des Senders zuließ. Wie wurden Sie in die Sache verwickelt? Das war uns die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wo Nihlus tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Ich habe den Eden Prime-Bericht gelesen. Ich war nicht beeindruckt. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit und meine. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rat verstecken. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, Commander Shepard? Ignoranten, das ist ein bisschen heftig. Ich denke, wozu trifft's am besten? Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und den Guild belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von den Spectres auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Dieses Treffen wird vertagt.
war irgendwie klar. Das ist das Problem mit den Spectres. Wenn du keinen schlüssigen Beweis hast, kann derjenige immer noch übel weitermachen, falsch, so wie bisher immer. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den G zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission. Alles lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden. Aber ich kenne ihn und er muss aufgehalten werden. Was machen wir jetzt? Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Zitadellsicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Ja, könnte uns helfen, denke ich. Keine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Zitadellsicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Ja, das ist vielleicht besser, aber ich denke trotzdem, dass der Captain es besser verdient. Sie können Captain Anderson nicht von den Ermittlungen ausschließen. Der Botschafter hat recht. Ich trete zur Seite. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Sie finden ihn im Finanzbezirk. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Shadow Broker? Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Ja, das ist ziemlich heftig. Das Töten von Unschuldigen beendet keine Kriege, es verursacht sie. Sehr richtig, ich weiß, wie es läuft, Commander. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank, wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Es sind aber noch ein paar andere Sachen. Fangen wir erstmal mit Balafon an. Erzählen Sie mir bitte mehr über Balafon. Bala ist ein Experte im Verschieben von großen Geldmengen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Er ist ein Finanzgenie. Er macht nichts ausdrücklich Illegales. Aber er kennt alle Schlupflöcher. Seine Kundenliste ist beeindruckend. Botschafter, Diplomaten und so weiter. Vermutlich deswegen hat der Shadow Broker mit ihm gearbeitet. Erzählen Sie mir mehr vom Shadow Broker. Er ist der Blutegel der galaktischen Politik. Der Kauf und Verkauf von Informationen ist Teil des politischen Spiels. Und der Shadow Broker ist der beste Spieler von allen. Er verkauft immer an den höchsten Bieter. Und er lässt sich nie persönlich involvieren. Er ergreift niemals Partei. Ein einfaches System. Aber es funktioniert. Er stellt keine Bedrohung dar, zumindest keine direkte. Er ist nur eine Informationsquelle für alle. Oder sie ist es. Oder sie alle. Keiner kennt die wahre Identität. Gut. Dann haben wir noch andere Sachen. Sie scheinen nicht besonders viel von Harkin zu halten. Der Kerl ist vor 20 Jahren dem Zitadell-Sicherheitsdienst beigetreten und seitdem hat er unser Volk ein ums andere Mal blamiert.
Er misshandelt Gefangene, besticht Zeugen, nimmt Alkohol und Drogen. Die Botschaft hat sich immer vor ihn gestellt. Aber jetzt war das Maß wohl voll. Er ist ein schmieriger Mistkerl. Man hätte ihn schon vor langer Zeit außer Gefecht setzen sollen. Er war einer der ersten menschlichen Offiziere bei der Zitadellsicherheit. Es wäre wohl peinlich gewesen, ihn zu feuern. Es wurden eine Menge hässlicher Deals ausgehandelt, um ihn im Dienst zu halten. Politik kann manchmal ein richtig dreckiges Geschäft sein. Aber seine Zeit scheint endlich gekommen zu sein. Es sind jetzt genug Menschen in der Zitadellsicherheit. Er muss nicht mehr gedeckt werden. Sie lassen ihn fallen. Ich dachte, die Aufgabe der Botschaft sei, allen Menschen zu helfen. Harkin ist zwar ein Mensch, aber auch ein großes Arschloch. Er hatte mehr als genug Chancen. Wenn die Botschaft ihn nicht gedeckt hätte, okay, wäre er schon vor 15 Jahren gefeuert worden. Der Zitadell-Sicherheitsdienst hat keine Verwendung mehr für ihn. Gut, dann haben wir noch den Rat und Botschafter. Unser Botschafter scheint Probleme mit dem Rat zu haben. Er ist nur frustriert. Der Rat wird nicht müde zu betonen, dass wir Teil der galaktischen Gemeinschaft sind. Allerdings mit vielen Pflichten und wenig Rechten. Sie verlangen von uns, dass wir unsichere Gebiete wie den Skyllianischen Randsektor und die Attika-Traverse besiedeln. Aber wenn es Ärger gibt, dürfen wir keine Hilfe von ihnen erwarten. Es ist allgemein bekannt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir einen ständigen Sitz im Rat bekommen. Und der Botschafter ist der Meinung, dass dies bereits überfällig ist. Ich teile übrigens seine Meinung. Was ist so wichtig daran, einen ständigen Sitz im Rat zu bekommen? Wozu die ganze Aufregung? Wenn der Rat eine Verfügung hinsichtlich interstellarer Angelegenheiten erlässt, müssen wir dem folgen. Wir verfügen nicht über die Flottengröße oder politische Verbündete, um uns zu widersetzen. Wenn wir einen ständigen Sitz im Rat hätten, könnten wir Einfluss auf solche Verfügungen nehmen. Kurz gesagt, wir würden nicht einfach mehr nach ihrer Pfeife tanzen müssen. Nehmen wir zum Beispiel einmal die aktuelle Situation. Wenn die Menschen einen Sitz im Rat hätten, würden wir einfach die Zitadellflotte entsenden, um mit Saren und den Geth fertig zu werden. Und schon wäre das Problem gelöst. Vielleicht würden sie uns den Sitz eher gewähren, wenn wir mehr mit den anderen Völkern kooperieren. Aber natürlich, kein Problem. Wenn wir alles täten, was sie von uns verlangen, würden wir sofort einen Sitz im Rat bekommen. Allerdings wäre das ein schlechtes Geschäft für uns. Ich kann ihre Seite ja verstehen. Sie wollen nicht, dass wir den Rat dominieren. Der Rat basiert schließlich auf Kooperation und Bündnissen. Aber wir müssen auch an unsere eigenen Interessen denken. So, jetzt haben wir noch die Spectres. Ich möchte mehr über die Spectres erfahren. Sie sind keine typische Regierungsabteilung. Sie arbeiten allein und meistens im Verborgenen. Sie kümmern sich um die Probleme, die der Rat nicht lösen kann. Es ist nicht ganz einfach, für Frieden in der gesamten Galaxis zu sorgen. Der Rat bevorzugt die Mittel der Diplomatie und der Verhandlungen. Aber manchmal reichen diese nicht aus. Wie sieht die Kommandostruktur aus? Es gibt keine Kommandostruktur. Jeder Spectre ist direkt dem Rat verantwortlich. Manchmal werden sie auf Spezialmissionen geschickt und manchmal agieren sie auf eigene Verantwortung. Sie operieren oft hart an der Grenze des Gesetzes. Sie tun alles, um ihr Ziel zu erreichen. Und der Rat stellt sich in diesen Fällen blind. Die Spectres haben viel Macht, Shepard. Das haben wir schon rausgekriegt. Was passiert, wenn ein Spectre außer Kontrolle gerät? So wie Saren. Das passiert nicht allzu häufig. Der Rat wählt die Kandidaten sehr umsichtig aus. Aber wenn etwas schiefläuft, gibt es üblicherweise nur eine Lösung. Sie senden einen anderen Spectre, um den außer Kontrolle geratenen Agenten auszuschalten. Wie legen Sie fest, wer ein Spectre werden kann? Man kann sich nicht einfach für diesen Job bewerben. Es gibt kein Trainingsprogramm. Man wird nicht zum Spectre ausgebildet, sondern geboren. Der Rat ist immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Leute, die einen Job erledigen können, wie Sie. Auch Sie stehen vielleicht schon seit Jahren unter Beobachtung. Sie haben Ihr Talent erkannt. Deshalb will man sie für die Spectres haben. Nihlus sollte eine letzte Beurteilung über sie abgeben, aber jetzt ist er tot. Und keiner weiß, wie es weitergeht. Das klingt sehr nach einem Geheimdienst. Die ganze Organisation ist hochgeheim. Wir wissen noch nicht einmal, wie viele es von ihnen gibt. Nach neuester Schätzung der Allianz sind es weniger als 100. Aber der Rat ist auf sie angewiesen. Sie sind die Top-Agenten des Rates. Sie sind die Schlüsselfiguren in Krisenfällen. Die letzte Option vor einem offenen Krieg.
Die gesamte Galaxie hat Angst und Respekt vor ihnen. Wo immer ein Spectre auftaucht, passiert irgendetwas von großer Bedeutung. Ja, das haben wir schon mitgekriegt, denke ich. Okay, ich muss jetzt war's wohl. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Ja, da kommen wir wahrscheinlich nochmal drauf zurück. So, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.